Willkommen zurück zu einem weiteren Let's Play von Final Fantasy VII der 2012er Version. Oh, ich habe jetzt hier schon einen kleinen Schreck gekriegt. Ich habe das Spiel gestartet und auf einmal wollte es nicht weitergehen. Bedeutet, ich dachte, die ganzen Safe-Games sind weg. Das wäre jetzt schon ziemlich schade gewesen. Ich muss unbedingt mal gucken, wie wir das machen mit der Sicherung. Nicht, dass auf einmal alles fort ist und das Let's Play abgebrochen werden muss. Lasst euch nicht stören. Lasst euch nicht stören, Quatsch, Entschuldigung. Ich bin ein bisschen am Kauen. Am Thunfischkauen. Habe ich mal gekauft. Ist gut fürs Training oder nach dem Training. Aber ich habe wieder gemerkt, ich hätte auf meinen Trainer hören sollen. Was hat er gesagt? Benny. Ja, ich heiße Benny im richtigen Leben, im Real Life. Benny, wenn du die Thunfisch holst und den isst, mach den in Salat rein oder ähnliches, der ist zu trocken. So, was hat sich Benny gedacht? Probieren wir es einfach mal und essen das Zeug. Und ich muss gestehen und ich merke auch, das Zeug ist furztrocken. Also, boah, ohne Scheiß. Unglaublich. Das esse ich nicht nochmal. Pur, ganz ehrlich, da ist mir ja Hüttenkäse sogar fast lieber. Naja, was man nicht alles so fürs Training tut, ne? So, wir sind jetzt hier im zweiten Reaktor und werden bekämpft. Ich hoffe, man merkt nichts an der Framerate. Ich bin mich gerade am Part hochladen. Und da Mozilla ja in der Regel viel Speicher braucht vom Computer bzw. viel CPU-Speicher, hoffe ich, dass mein Rechner das soweit hier mitmacht. Das ist halt nicht mehr so der neueste. Ich glaube, das ist ein Dual-Core Intel Pentium, was weiß ich. Das ist ein Pentium, ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall eine alte Grafikkarte drin, 4 GB RAM und halt ein Dual-Core mit pro Kern, glaube ich, 3 GHz. Also es ist halt nicht echt, es ist echt nicht viel. Naja. Ich hab den mir halt damals gekauft für einen Videoschnitt und so weiter. Funktioniert ja bis dahin. Ich zock ja eigentlich nur auf der Xbox. Ach, ich muss mal runterschlucken, Moment. Ja. Was ich aber bei dem PC-Zeug auf jeden Fall mag, beziehungsweise hier bei den Parts, die sind klein. Die sind nicht so riesig wie die von der Xbox, die Let's Plays. Denn hier, die kann ich nämlich aufnehmen, das ist ein unkomprimiertes Format. Bedeutet, die sind zwar, wenn ich sie aufnehme, riesengroß, aber wenn ich sie dann rendere, dann sind die ultra klein. Ohne, ganz ehrlich, ich glaube bei Final Fantasy 15 sind es 350 MB. Auf der Xbox sind es knapp, wenn ich einen 15-Minuten-Part mache, sind es locker mal 700 MB. Im besten Fall, wenn nicht sogar schon 1 GB. Deswegen ist das hier ganz praktisch, ich kann nur zocken, immer mal wieder ein paar Parts hochladen und ich treffe das Scheißding nicht. Geht doch. Moment, Moment, ich muss das kurz noch mit Zeug noch essen. Lecker. Sehr, sehr lecker. Ich weiß, das macht man eigentlich nicht, aber ich spiele das gerade ein bisschen mit dem Bier runter. Muss halt sein, man gönnt sich ja sonst nichts. Lecker. So. Ach, da unten ist auch wieder ein Speicherpunkt, aber den nehmen wir jetzt nicht. Denn wir sind ja noch nicht weit gekommen. Wir haben gerade mal 3 Kämpfe gemacht. Bin mal gespannt, wie weit wir jetzt kommen. Muss zwar in einer Stunde wieder weg, bisschen Real Life genießen. Aber nichtsdestotrotz lassen wir uns doch den Spaß nicht nehmen hier. Ich glaube, gleich wird wieder gesprochen. Muss ich mal den Mund lärmen. Moment. Gut. Ah, wir haben wieder einen Anfall! Ah, okay. Papa. Sephiroth. Sephiroth hätte das angetan, oder? Sephiroth, Soldat, Shinra, Makoreaktoren, ich... hasse sie alle! Gut, dann... krall dir das Schwert und mach etwas. Verdammt, man reißt sich zusammen. Alles klar? Tifa. Nee, vergiss es. Wir müssen weiter. So, dann kommt doch mal in mich. Oder auch nicht. Okay, okay, du bist mein Aufpasser. Genau. Befreundet mit Tifa? Das ist noch keine Garantie. Scheiße, hier... tut mir leid mit der Betonung. Das ist alles noch ziemlich neu für mich, dass ich die Texte direkt vorlesen muss, wenn ich ein Let's Play spiele. Aber das kommt mit der Zeit. Gebt mir noch ein paar Parts Zeit und dann wird das. Ich bin noch am Üben.
klick, 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 klick. Ich hab Hunger. Ja, kommt in nicht. Was denn jetzt? Wieder ein Bosskampf oder was ist das? Ah, Maschinen. Machen wir doch Platz. Naja, Ziffer ist wieder limitiert. Ah, jetzt hört er mal auf, die Arzt anzugreifen. Gibt's doch gar nicht. Alter. Ich raste noch aus, ey. Ja, und wen greife ich jetzt an? Ich würde das gern auswählen. Toll. Autsch. Der müsste eigentlich weg sein. Doch nicht. Aber jetzt, ja, geht doch. Weg. Ah, Mist. Komm schon. Oh, ich muss zugeben, mit einem kalten Getränk geht das doch schon viel besser runter, das Zeug. Jetzt schmeckt es auch schon viel besser. Wenn es euch übrigens stört, dass ich währenddessen esse oder man Essgeräusche hört, gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ihr hört einfach nicht hin oder ihr sagt mir das und ich höre dann einfach bei Let's Plays auf zu essen. Falls es euch, wie gesagt, stört. Ich meine, ich habe damit ja kein Problem, dann esse ich halt danach oder davor oder esse einfach so, dass ihr es nicht mitkriegt. Ja, nee, sagt mir mal Bescheid, ich würde das gern wissen, weil es ist blöd, wenn ich dann währenddessen esse und euch nervt das. Das will ich ja nicht. Ich möchte euch ja eine schöne Zeit bereiten bei dem Spiel. Beziehungsweise wenn ich spiele. Deswegen einfach Bescheid sagen. Man ist ja des Schreibens mächtig, hoffe ich doch mal. Bisher habe ich auch niemanden geblockt. Dann dürfte das doch eigentlich funktionieren. Volltreffer, sehr geil. Ja, immer noch kein Level up. Schade. Sehr schade. Also die Charaktere kann ich schon mal vorab nehmen, gehen bis Level 99. Aber das ist noch ein ziemlich, ziemlich weiter Weg bis dahin. Geschweige denn, die Materie auf volles Level zu kriegen. Da jeder Gegner nur eine gewisse AP fallen lässt, beziehungsweise wir durch besiegte Gegner nur geringe AP, also AP ist diese, sind die Erfahrungspunkte für Materia. Auf jeden Fall, dass wir ganz wenig Zeug davon kriegen, dauert es halt teilweise richtig lange, bis so eine Materia in Stern, also Level up geht oder generell komplett voll ist. Aber wir haben ja Zeit, das soll ja hier eine Art Endlos-Projekt werden, neben irgendeinem, neben wahrscheinlich Let's Play Max Payne 3 Online. Ich weiß noch nicht, ich wollte eigentlich Modern Warfare 3 Online spielen. So eine Art Endlos-Projekt machen, beziehungsweise erstmal das Prestige 1, aber ich habe das bisher noch nicht angefangen, weil ich gerne von Level 1 anfangen würde und nicht schon von Level 43, wie ich jetzt gerade habe. Weil es ist ja auch doof, dass wir da mittendrin anfangen und ich sag mal, ich könnte bei Prestige 1 anfangen und uns dann hochleveln bis Prestige 2, aber das, bis ich halt Prestige 1 bin, das dauert ja auch. Und so der Nonstop Modern Warfare 3 Zocker, zumindest online, bin ich jetzt auch nicht. Jetzt haben wir ein Level up. Sehr schön. Ziffer ist hoch auf Level 10. Gegenmittel. Wir haben uns ja jetzt vergiftet. Ich glaube aber, das macht jetzt nichts. Es ist immer nach einem Kampf gesettet, meine ich. Hier, ich muss zugeben, ich finde es ganz angenehm, dass ich nichts lesen muss bei dem Let's Play bisher. Finde ich gar nicht so schlecht. Ah. Oh, ich denke, wir könnten uns mal heilen. Nein. Wir wollen ja hier nicht sterben. Perfekt. Aber wirklich die ganze Zeit auf Tiffer, kann das sein? Sehr schön. Ja, geil. Alle hintereinander, super.
Ah, schade. Aber es ist trotzdem glattes Vieh. Perfekt. Perfekt. Ja, Level Up bei Barrett, habe ich gerade noch im Augenwinkel gesehen. Was macht ihr eigentlich heute Abend? Würde ich gerne mal wissen. Ich meine, es ist jetzt, wir haben jetzt Freitag, den 31. um 20 nach 8. Ich werde jetzt nämlich gegen 9 Uhr, kurz nach 9, werde ich nämlich abgeholt. Beziehungsweise werde ich erstmal selbst fahren und dann fahren wir weiter. Ach scheiße, wir müssen hier den Schalter gleichzeitig aktivieren. Entschuldigung, habe ich vergessen zu sagen. Geht gleich nochmal weiter. Scheiße. Ja, komm, nochmal. Geht nicht, probieren wir es nochmal. Jetzt! Geht doch. Na, man sagt ja nicht umsonst, alle guten Dinge sind drei. Da haben wir wieder einen Speicherpunkt, den werden wir jetzt aber auch nochmal auslassen. Da hinten gibt's nichts. Ich werde vielleicht beim nächsten Speicherpunkt nochmal einen Schnitt machen, ich weiß nicht. Mal gucken, wie weit wir kommen, wie ich gerade Bock habe. So, wo sind wir jetzt? Okay, wo geht's lang? Okay, er will nach... Oh, links? Shit! Das sind Shinra-Soldaten, jetzt haben wir ein Problemchen. Was zum Henker geht hier ab? Eine Falle! Natürlich. Ah ja, das ist der Shinra-Präsident übrigens. Was macht der Präsident hier? Hm, ihr seid also... Wie war das doch gleich? Avalanche, verdammt! Merk's dir gut und du bist Präsident Shinra, wie? Lang nicht gesehen. Lang nicht gesehen? Ach, du! Bist du der, der von Soldat zu Avalanche gewechselt ist? Ich sehe es an deinen Augen, dass du mit Marco in Berührung gekommen bist. Sag mir, Verräter, wie heißt du? Cloud heißen wir. Eigentlich heißen wir Good Nature, zumindest heißt ich so, aber das ist jetzt Nebensache. Verzeih die Frage, aber ich kann mir nicht jeden Namen merken. Aus dir wird mal ein neuer Sephiroth. Ja, Sephiroth. Er war genial. Vielleicht zu genial. Sephiroth? Das ist mir völlig Schnuppe. Bald geht hier alles mit einem Riesenknall in die Luft. Geschieht euch allen sowieso recht. Was für eine Verschwendung von teurem Sprengstoff, um Ungeziefer wie euch loszuwerden. Ungeziefer? Ist das alles, was dir einfällt? Ungeziefer! Ihr Shinra seid die Ungeziefer, die den Planeten umbringen. Du bist so... Was, du bist das Oberungeziefer, also ein Kakerlake, könnte man sagen. Also, shut the fuck up! Ihr fangt an, mich zu langweilen. Ich habe viel zu tun. Wenn ihr mich entschuldigt, ich muss zum Bankett. Ja, dann seht zu. Ein Tippfehler! Seht ihr's? Mach! Tippfehler? Na, egal. Bankett? Mach keine Witze, ich bin noch nicht fertig. Oh, ja, habe ich keinen Bock gerade vorzulesen, tut mir leid. Jetzt kommt auf jeden Fall... Ja. Oh, Barrett sagt... Ach du Scheiße! Ich muss mal husten. Moment. So. Oh, weiter geht's. Ich bin sicher, dass die Daten, die ihr euren Leichen entnehmen wird, für unser künftiges Experiment sehr nützlich sein wird. Technosoldat! Ja, gut, lassen wir das. Ja gut, Präsident Shinra ist weg und jetzt überlässt er uns dieses Mistvieh. Alles klar. Oh, Dreck. Hilfe, Cloud! Ist das ein Soldat? Nein, das ist nur eine Maschine, Mann. Ist mir egal, was es ist. Ich werde es fertig machen. Ja, dann hauen wir es doch mal kaputt, hm? Das kleine Mistding. So. Du machst einmal Blitz drauf. Du machst, noch nicht. Du kannst es jetzt angreifen. Boah, mies. Ich bin ja froh, dass wir uns schon ein bisschen gelevelt haben. Boah, scheiße. Ja, Angriff von hinten ist immer gut. Weil, ihr habt ja gesehen, Angriff von hinten gibt ordentlich Schaden. Ja, das ist... So ist das scheiße. Ich würde gern... Scheiß drauf. Müssen wir so machen. Wir müssen einfach draufhalten.
Aber ich glaube, wenn der Angriff jetzt von hinten zählt, das wäre richtig geil. Nee, tut's aber nicht. Schade. So. Aber ich glaube, das Ding kriegen wir gleich klein. Ich heile uns jetzt gleich erst nochmal. Und dann dürfte das eigentlich kein Problem sein. Ich hoffe, der Ton ist jetzt gerade gut, weil bei mir ist alles ein bisschen... Ah, nee, ich hatte das Headset einfach ein bisschen zu leise. Haben wir schon platt gemacht? Tatsache, wir haben es schon klein gekriegt, das Vieh. Geil. Seht ihr? Aufleveln ist halt immer gut. Ah, ein Titanreif. Das ist gar nicht so schlecht. Oh, oh. Oh nein! Cloud! Verdammt! Was? Es wird explodieren! Kommt, Hilfe, weg hier! Barret, kannst du nichts tun? Absolut nichts! Cloud, du darfst nicht sterben, bitte! Es gibt so viel, was ich dir... Ich weiß, Hilfe. Hey, wirst du es schaffen? Ha. Ha. Ach, scheiß drauf! Mist, ich kann bald nicht mehr! Schnell, Barret! Hilf uns! Wir sollen aufhören, wie ein Weib zu heulen. Du hängst, du bist ja auf dem anderen Ende von der Kackbrücke. Danke, Barret. Ah. Danke. Für nichts übrigens. Nein! Tja. Und weg sind wir.